Mir sind beim Gewürzesortieren meine Chiasamen wieder in die Hände gefallen. Und ich habe dann mal geschaut und habe gemerkt, wir haben noch gar nicht zusammen so viel mit Chiasamen gemacht. Deswegen möchte ich euch gern einen Chia-Schokopudding zeigen. Der ist super schnell zusammengerührt. Ihr braucht nur ein bisschen Geduld, während das Ganze im Kühlschrank vor sich hin quält und abkühlt. Aber er wird nicht gekocht, also ihr braucht keine Herdplatte. Ihr braucht 4 bis 6 Zutaten, je nachdem, was ihr hinzugeben möchtet. Und er ist so lecker, also ich mag ihn wirklich gern. Ihr müsst natürlich Chiasamen mögen und auch dieses Mundgefühl von Chiasamen. Aber wenn ihr das mögt, dann kommt jetzt das Rezept für euch. Viel Freude beim Videoschauen. Ihr solltet ein hohes Gefäß nehmen, was ihr gut noch im Kühlschrank unterbekommt, denn unser Chia-Schokopudding muss eine Weile im Kühlschrank stehen. Wir beginnen mit Mandelmilch oder einem anderen Pflanzendrink eurer Wahl. Ich finde Mandelmilch aber am besten. Davon 200 Milliliter. Ich verwende ungesüßte Mandelmilch, denn die Süße füge ich nun mit Agavendicksaft hinzu. 1 bis 2 Esslöffel. Ihr könnt aber auch Reissirup, Honig, Apfeldicksaft oder etwas eurer Wahl verwenden. Honig wäre natürlich nicht vegan, da solltet ihr dann drauf achten. Es folgt die wichtigste Zutat, die Chiasamen. Ihr könnt jetzt entscheiden, wie fest soll euer Schokopudding werden. Wenn er nicht so fest werden soll, dann gebt 2 bis 3 Esslöffel hinzu. Und wenn er fester werden sollte, dann 4 bis 4,5, 5 Esslöffel. Das klingt zwar sehr viel, aber der Chia-Schokopudding ist generell so, dass er nicht sehr cremig wird und ihr nur eine Festigkeit anhand der Menge der Chiasamen erzeugen könnt. Und wir brauchen den schokoladigen Geschmack für unseren Schoko-Chia-Pudding. Deswegen fügen wir noch Backkakao hinzu, 2 Esslöffel davon. Natürlich könnt ihr noch weitere Aromen hinzufügen wie Zimt, Tonkabohnenabrieb oder Vanille. Das ist euch dann überlassen und könnt ihr nun in diesem Schritt auch hinzugeben. Auch Schokostückchen machen sich sehr gut im Chia-Schokopudding. Die könnt ihr auch gern hinzugeben. Nun einmal alles gut und kräftig miteinander verrühren. Kakaopulver mit kalten Zutaten zu verrühren ist immer ein bisschen schwierig, weil der Backkakao einfach an der Oberfläche lieber bleibt. Aber das geht, 1-2 Minuten rühren und dann habt ihr das auch schon. Wenn ihr fertig mit dem Verrühren seid, könnt ihr auch noch gerne abschmecken, ob euch Kakaogehalt und Süße so passt oder nachsüßen und nachschokolieren. Ansonsten wandert das Ganze nun für mindestens 4 Stunden in den Kühlschrank. Ich würde euch aber empfehlen, lasst es über Nacht drin, also bereitet es eine Nacht vorher vor, denn so ist es wirklich am besten durchgezogen und am besten von der Konsistenz. Wenn die Kühlzeit vorüber ist, dann könnt ihr auch schon servieren, in kleine hübsche Gläser dekorieren. Bei mir ist es mit weißem Mandelmus und Erdbeeren. Ich finde, das passt richtig gut. Die Erdbeeren sind noch leicht sauer. Das Mandelmus gibt noch so eine cremige Note. Und das ist so mein liebster Favorit, wenn ich dekoriere und serviere. Aber ihr könnt auch Cornflakes draufgeben, andere Früchte mit Soßen servieren oder es einfach pur essen. Ich wünsche euch jetzt viel Freude beim Nachmachen, beim Essen und bis zum nächsten Video. Tschüss!